Bundeskanzler Nehammer hat trotz der vielen Krisen in Österreich nichts Besseres zu tun, als solche Videos zu machen. Das ist doch alles nicht mehr normal. Bist du noch normal? Ich weiß nicht. Will ich das sein? Jeder von uns kennt diesen Spruch und hat ihn entweder gehört oder sogar selbst einmal gesagt. Was ist eigentlich normal? Klär uns auf, Kali. Darf man überhaupt noch normal sagen? Gar nichts darf man mehr sagen, nicht einmal normal. Wie bei so vielen anderen Sachen gilt auch hier. Nur weil wir dich kritisieren, können wir es dir nicht verbieten. Ich sage euch, wer nicht normal ist. Jetzt wird's spannend. Das sind die Extremen und die Radikalen. Sei es Linksextreme, sei es Rechtsextreme. Natürlich kann man beide Seiten als gleich schlimm zeichnen, sind sie halt nicht. Extrem ist, wenn man seine Meinung über die der anderen stellt. Sich über die Regeln und Gesetze hinwegsetzt, so als würden sie für einen selbst nicht gelten. Sind Klimakleber oder Linksradikale? Dass für die ÖVP der Klimaschutz nicht normal ist, wissen wir mittlerweile alle. Übrigens werden die Klimakleber vom Verfassungsschutz nicht als extrem eingestuft. Genauso wie Rechtsradikale oder Identitäre. Außer man geht mit ihnen eine Koalition ein. Es sind islamistische Hassprediger, genauso wie Vandalen oder sonstige Extremisten. Vandalismus. Eines sage ich euch ganz klar. Das Extreme ist der Feind des Normalen und vor allem eine Gefahr für die Gesellschaft. Der Feind des Normalen? Was Nehammer hier sagt, ist extrem gefährlich. Wer bestimmt denn, wer oder was normal ist? Wer hat denn früher nicht als normal gegolten? Homosexuelle, behinderte Menschen, Juden, alleinerziehende Frauen. Normal sollte keine Kategorie sein, wenn es um Menschen geht. Und ich persönlich will nicht von Karl Nehammer oder der ÖVP bewertet werden. Und was ich auch nicht normal finde, ist, dass man dafür kritisiert wird. Oh nein, jemand wird kritisiert. Burschen, kommt's vorbei. Dass man sich für die Normalen, für die Vielen, für die Mehrheit einsetzt. Die ÖVP wird definitiv nicht dafür kritisiert, dass sie sich für die Vielen oder für die Mehrheit einsetzt. Für die, die sich an die Regeln halten. Für diejenigen, die in der Früh aufstehen und arbeiten gehen. Breaking News, der Bundeskanzler ist jetzt nicht nur gegen Arbeitslose, sondern auch gegen LangschläferInnen. Für diejenigen, die sich mit ihrer Familie etwas aufbauen wollen. Sich mit der Familie etwas aufzubauen, ist für die meisten schon lange nicht mehr möglich. Was es übrigens noch schwieriger macht, die aktuelle Inflation. Die sich gern mit Freunden treffen oder sich engagieren, indem sie Verantwortung für ihre Mitmenschen übernehmen. Was? Oder auch die, die sich ihrer Verpflichtung gegenüber der Schöpfung, unserer Natur und dem Klima bewusst sind, aber mit Fortschritt statt Verboten die Zukunft meistern. Der Fortschritt ist schon da. Er wird nicht von Verboten blockiert, sondern von feiger und untätiger Politik. Stichwort Klimaschutzgesetz. Seit meiner Rede Österreich 2030 werden wir dafür kritisiert, dass wir uns genau für diese Menschen einsetzen. Oh nein, schon wieder diese Kritik. Burschen, kommt's vorbei. Das finde ich nicht normal. Ah, also die Deutungshoheit für Normalität hat jetzt der Bundeskanzler. Gut zu wissen. Ich bleibe dabei. Ich will Politik für die vielen machen, ohne die wenigen dabei zu vergessen. Wieso nicht einfach eine Politik für alle? Und wer genau sind denn die vielen? Diejenigen, die sagen, sie wollen Vermögens- und Erbschaftssteuern vielleicht? Minderheitenschutz ist ganz wichtig. Es ist in Ordnung, dass wir Ausnahmen machen. Ausnahmen sind kein Minderheitenschutz. Minderheitenschutz ist kein Geschenk der Mehrheitsgesellschaft an marginalisierte Gruppen. Es ist nicht etwas, das in Ordnung ist, es sollte selbstverständlich sein. Aber es ist nicht in Ordnung, wenn Ausnahmen die Regel werden. Karl, das tötet Leute! Es ist in Ordnung, wenn sich jemand dazu entscheidet, mit dem Rad in die Arbeit zu fahren. Oh wow, danke Herr Nehammer für die Erlaubnis. Aber es soll aufhören, dass man den Autofahrern ein schlechtes Gewissen macht, vor allem weil viele auf das Auto angewiesen sind. Stimmt, eine Politik, die genau solchen Menschen den Umstieg nicht ermöglicht, sollte ein schlechtes Gewissen haben. Meinungsfreiheit in Österreich ist ein hohes Gut. Und wir werden uns nicht von einigen wenigen die Worte einfach verbieten lassen. Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass man nicht kritisiert werden darf. Als Bundeskanzler möchte ich die Menschen zusammenführen und nicht auseinandertreiben. Warum veröffentlichst du dann ein Video, in dem genau das passiert? Es ist meine Aufgabe, unsere gemeinsame Aufgabe, die Probleme der vielen zu lösen. Go for it! Mietpreisbremse rückwirkend, Steuersenkung auf Grundnahrungsmittel, Senkung der Energiepreise, Klimaschutzgesetz. Es ist Zeit, Politik für die vielen zu machen, ohne auf die wenigen zu vergessen. Die ÖVP ist seit über 30 Jahren durchgehend in der Regierung. Vielleicht ist es Zeit für andere Politik. Dafür stehe ich als Bundeskanzler unseres Landes. Darauf warten wir als Medium für die vielen.